E-Group wäre optimal anpassen ohne Programmieren. Im Prinzip, ich sehe es immer wieder, auch am Ticketsystem, wie kann ich Sachen anpassen, ohne vielleicht viel programmieren zu müssen. Es sollte möglichst schnell und einfach gehen. Vielleicht mit CSS, vielleicht ohne CSS, hängt natürlich auch ein kleines bisschen von den Kenntnissen der jeweiligen, ich sage jetzt mal, entweder Administratoren oder auch Unternehmen ab, was man an der Stelle machen kann, was Sinn macht. Wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir von der E-Groupware-Seite aus manche Sachen ermöglichen können, was nicht heißt, dass man nicht an manchen Stellen auch wissen muss, was man tut. Und da wollen wir jetzt ein bisschen im Detail drauf eingehen. Ich hatte es gestern ja schon mal gesagt, die neue Login-Seite soll einfach noch mal mehr Möglichkeiten bieten, dass man mit Hausmitteln sehr einfach den ersten Eindruck für die Mitarbeiter entsprechend positiv beeinflussen kann. Das fängt damit an, dass meine Instanz ein Logo haben kann, ein Hintergrundbild haben kann und ich kann im Zweifelsfall auch noch irgendeinen Text eingeben, der ein Willkommen an die Mitarbeiter oder auch sagt, wenn irgendwelche Probleme sind, melden Sie sich hier und da, dass ich das entsprechend gestalten kann. Wie kann das dann aussehen im Einzelnen? Zum Beispiel ein eigenes Logo einfach hochgeladen, ein Hintergrundbild hochgeladen, sieht die Seite schon ein ganzes Stück weit anders aus und ich kann es individuell gestalten. Ich hatte ja gestern auch mal gezeigt, auch hier das Bild, was wir vorbereitet haben, von Lebert Speditionen, eine Filiale, Bild hochgeladen. Und ich denke mal, das macht einen ganz anderen Eindruck als viel frischer, als es vorher der Fall war. Und wie funktioniert es? An der Stelle in der Administration, Konfiguration der Anwendung haben Sie jetzt die Möglichkeit, an der Stelle einfach Sachen hochzuladen direkt. Das heißt, es muss nicht mehr irgendwo im Hintergrund hochgeladen werden. Man muss nicht mehr darauf achten, passiert das Ganze per HTTPS oder nicht. Die E-Groupware kümmert sich darum, das Ganze dort abzulegen, respektive wenn Sie jetzt mit einem Update kommen, dann würde Ihnen im Zweifelsfall Ihr Pfad auch weiterhin entsprechend angezeigt werden. Sie können das aber einfach ersetzen, indem Sie die Sachen da nochmal neu hochladen und dann ist es in den entsprechenden Verzeichnissen automatisch drin gespeichert. Also, wenn wir es uns mal live anschauen, im Prinzip ist es einfach so, dass die Sachen hier dann auch den Pfad anzeigen, wo es automatisch hochgeladen wird, respektive, wenn ich jetzt gesagt habe, vom Update her kommend, zeigt er dann das Pfad, den Pfad an von denen, was sie bisher dort hochgeladen haben. Nach welcher Version? 17. Kommt dann mit der 17. Also das ist momentan einfach auf unserem Test-Tree, also im Prinzip auf der Entwicklungsversion, weil noch gibt es ja keine 17.1. Aber prinzipiell ist es so, jeder, der da einfach mal ein bisschen ausprobieren möchte, kann sich auch gerne bei uns einen Trial anlegen oder wenn es schon eine Testinstanz gibt, einfach Bescheid sagen über das Ticket, dann schieben wir das auch einfach im Zweifelsfall auf unseren Entwicklungstree drauf und dann kann man da ein bisschen mit rumtesten und es einfach ausprobieren. Ja. Das mit dem Text ist schon länger drin, aber dass es dann so rüberkommt, ist natürlich eine andere Geschichte. Zweite Sache, Anpassungen, einfach nur so der Vollständigkeit halber. Wenn ich auf die allgemeinen Einstellungen gehe, gibt es ja das Template und in dem Template drin kann ich im Zweifelsfall eine Farbe auch hinterlegen. Standardmäßig ist quasi keine Farbe eingestellt. Ich kann aber auch einfach sagen, ich möchte auf irgendeine andere Farbgebung gehen oder auf eine benutzerdefinierte Farbe, die ich mir dann in dem Feld unten drunter auswählen kann. Ist jetzt auch nicht neu, gab es die ganze Zeit auch so schon, ist nur was, was einfach nochmal gerade die Möglichkeit, wenn man mit mehreren Instanzen unterwegs ist und sagt, ich brauche einfach farblich gesehen auch eine kleine Abtrennung, damit ich weiß, wo ich mich gerade bewege. Oder aber ich habe vielleicht einen Admin-Benutzer und ich habe einen normalen Benutzer an der Stelle, dann kann ich natürlich auch als Benutzer für mich persönlich sagen, damit ich feststelle, dass ich mich nicht aus Versehen mal als der andere angemeldet habe. Ich habe für mich persönlich orange, grün, blau, was auch immer eingestellt und in dem normalen gehe ich mit dem, was wir für die Firma voreingestellt haben, als Administrations von der Farbe her.
Nächste Geschichte, wo kann ich Sachen anpassen? Ich werde häufiger mal gefragt, der Name von der Anwendung oder die und die Sachen passen nicht so gut. Ich habe es hier mal noch drin. Da habe ich mal getestet, da ging es darum, wie kann ich denn den Stundenzettel, kann ich den irgendwie auch mit tschechischen oder sonst wie Zeichen schreiben? Ja, kann man. Ich kann einfach eine Custom-Übersetzung machen, sprich an der Stelle Administration, eigene Übersetzungen, überschreibt alles, was an Übersetzungen sonst in der E-Groupware drin ist und gilt für alle Sprachen. Und wichtig zu wissen ist, ich muss das englische Original verwenden für die Übersetzung. Sprich an der Stelle mal im Zweifelsfall Sprache umstellen, wenn ich eine Übersetzung machen will, damit ich weiß, wie heißt der Begriff. Also es muss Timesheet heißen und nicht Stundenzettel, damit ich ihn dann übersetzen kann. Lösche ich die Übersetzung wieder raus. Melde ich mich ab. Melde ich mich wieder an. Und dann steht da wieder Stundenzettel. Wir haben viele Kunden, wo zum Beispiel das Verfolgungssystem Helpdesk heißt. Oder sagen, Infolog, bei uns ist es die Aufgabenverwaltung. Und dann kann ich einfach so eine kleine Übersetzung machen und das bleibt auch über Updates und so weiter, bleibt es erhalten. Von daher eine schöne und einfache Möglichkeit, Dinge zu verändern. Die nächste Sache, wie kann ich Sachen anpassen? Überall in der E-Groupware gibt es, oder fast überall in der E-Groupware gibt es benutzerdefinierte Felder. Ich habe jetzt mal hier als Beispiel Infolog rausgegriffen, weil Infolog noch ein kleines bisschen spezieller ist. Denn ich kann mit dem Infolog ganz nette Sachen machen. Ich habe neben benutzerdefinierten Feldern, die auch noch Infolog-typspezifisch sein können, kann ich auch bei den Infolog-Typen neue Infolog-Typen anlegen, die über das standardmäßig, was die E-Groupware bietet, nämlich Anruf, Aufgabe, E-Mail hinausgehen und kann damit spezielle, wir sagen dazu ein Stück weit einfach Geschäftsprozesse auch abbilden. Weil das ist das für uns das Infolog, woher auch der Name kommt. Das ist ein Informationslogbuch, mit dem wir Geschäftsprozesse abbilden. Das heißt, an der Stelle ist es einfach so, dass wir für uns definiert haben, was ist denn so ein Geschäftsprozess, der mit einem Kunden zu tun hat. Dafür haben wir einen Infolog-Typ, da gibt es vielleicht dazu dann auch einen entsprechenden Gruppeneigentümer, der einer ganzen Gruppe gehört, haben wir auch ja gestern schon darüber gesprochen. Und da gibt es bestimmte Infolog-Status dann auch dazu, die von dem abweichen, was ich in den anderen Sachen habe. Und wenn ich möchte, auch das ist was Spezielles, was ich beim Infolog machen kann, ich kann das Ganze auch noch so machen und kann den Dingen auch noch nette Icons hinterlegen. Hier haben wir nochmal den Gruppeneigentümer ein bisschen genauer angezeigt, wie ich das festsetze. Und ich kann in der Anwendung, Konfiguration der Anwendung, kann ich ein Verzeichnis angeben. Man muss natürlich immer darauf achten, dieses Verzeichnis sollte von allen lesbar sein. Liegt im Dateimanager und dort kann ich dann einfach Icons reinlegen. Die müssen nachher genauso heißen wie mein Infolog-Typ oder wie mein Status, aber dann zeigt er mir die Icons an, anstatt dem Namen oder einem Fragezeichen oder einem Infolog und ich kann es einfach ein ganzes Stück weit individueller gestalten, sofort, als es bei dem Standard der Fall ist, wo ich es nicht auf den ersten Blick erkennen kann. Geht das auch für die Ressourcen, das was du nicht meinst? Weil ich hatte mal eine Zeit lang mir mehrere neue Ressourcen angelegt, aber da musste ich dann halt die Bilder immer schnell über SSH hochladen, das Verzeichnis. Nee, tatsächlich für die Ressourcen gilt es nicht. Es ist gerade im Bereich, also es ist nicht in allen Anwendungen umgesetzt. Bei den Ressourcen kann man ja pro Ressource ein Bild direkt an der Ressource hochladen. Geht. Ich kann entweder sagen, ich möchte das Icon verwenden, was zur Ressource gehört, oder ich kann für die Ressource selber ein Bild hochladen, aber das ist in dem Bearbeiten-Dialog von der Ressource selber drin. Es findet aber auch tatsächlich dann nachher nett eine Anwendung im Sinne von, wenn ich jetzt im Kalender bin und die Ressource reinbuche, dass ich dann dort das Bild von der Ressource sehe, sondern es zeigt sich dann nur in der Ressourcenanwendung in der Liste drin. Da kann ich die Icons der vordefinierten Infolog-Typen beeinflussen, ändern.
sage jetzt mal, ich glaube ja, aber wir können es ausprobieren. Also im Prinzip würde ich sagen, im Zweifelsfall gewinnt dieses Verzeichnis, wenn Sie jetzt dort was hochladen, was genauso heißt wie dieser Typ, dann würde das gegenüber dem anderen im Zweifelsfall auch gewinnen. Das heißt, genau. Es muss tatsächlich dann entsprechend für Notiz Node.png oder Node.jpg heißen. Ich komme jetzt hier nochmal einen Schritt weiter. Ich habe hier mal einfach ein paar Beispiele, wo wir nachher auch nochmal live drauf schauen, auf die Instanz von Lebert. Da kommt auch dieses nette BB her. Es hat zufälligerweise nichts mit meinem Namen zu tun, sondern tatsächlich, es kommt von Besuchsbericht als Abkürzung, wo wir dann einfach gesagt haben, okay, damit man schneller und einfacher erkennen kann, was für Infolog-Typen, worum geht es speziell, gibt es dafür spezielle Icons, die das Ganze dann auch beschreiben. Und wie kann ich sowas dann einbinden? Zum Beispiel hier Infolog-Liste und ich habe hier einfach als Shortcut, damit ich die Typen auch schnell anlegen kann, ist das einfach mit in die Infolog-Liste eingefügt, sodass ich standardmäßig auf das Ding draufklicke und dann entsprechend auch direkt einen Typ vom Besuchsbericht, vom Tagespreis und so weiter aufmache. Und ich sehe auch in der Liste hier drüben dann wieder entsprechend die Typen, die zu dem ganzen Infolog gehören. Das heißt, ich kann es auf der Stelle einfach ein ganzes Stück durch Hochladen entsprechend beeinflussen. Wichtig dabei ist, wenn Sie es hochgeladen haben, im Zweifelsfall mal von Administration Cache löschen, weil die ganzen Sachen werden gecached, ausloggen, wieder einloggen, damit man an der Stelle vielleicht auch ein Browser-Cache, auch Browser-Cache-Sachen, also gerade wenn ich es unter demselben Namen wieder hochlade, muss ich solche Sachen im Zweifelsfall einfach mal beachten. Aber im Regelfall ist das jetzt ja auch nichts, was man jeden Tag verändert, sondern einmalig dann entsprechend macht und hochlädt. Zum Infolog-Typen anlegen, benutzerdefinierte Typen, Status. Ich kann hier oben zwischen den einzelnen Typen, die existieren, wählen, kann einen neuen anlegen, indem ich einen neuen Namen hier angebe und erstellen sage. Und wenn ich auf so einem speziellen Typ bin, dann kann ich mir dazu einfach Status definieren, so wie ich es brauche, inklusive etwas, was wie sollen denn neue Infolog-Typen von diesem Typ her erstellt werden, was für einen Status soll der haben. Klassischerweise habe ich auch öfters mal, wie kann ich es denn machen? Ich möchte, wenn ich E-Mail, eine neue E-Mail, also ein Infolog als E-Mail speichere, eine E-Mail als Infolog speichere, so rum, ich hätte gern, dass der immer offen ist und nicht geschlossen. Ganz einfach, ich gehe hier rein, ändere die Vorgabe und es ist für alle geändert. Also ich kann es nicht persönlich machen, aber auf Administration kann ich für alle die Vorgabe ändern. Das heißt, wenn standardmäßig bei uns so ist, wir arbeiten viel mit dem Typ Infolog und es soll einfach standardmäßig erstmal offen sein und nicht direkt geschlossen, stelle ich es als Administrator entsprechend um und es verhält sich genau so und ich kann das halt entsprechend anpassen. Benutzerdefinierte Felder, auch da, ich kann einfach ein Feld hinzufügen. Wichtig dabei oder meine Empfehlung bei der ganzen Geschichte ist, das, was Sie hier oben angeben, ist der Name in der Datenbank. Tun sich selber einen Gefallen, machen Sie keine Umlaute rein, machen Sie keine Leerzeichen rein. Es sollte alles funktionieren. Nichtsdestotrotz tun Sie sich einen Gefallen, machen Sie es einfach nicht. Weil das, was Sie machen können, ist, hier unten können Sie machen, was Sie wollen, das können Sie auch verändern. Der Datenbankname kann nicht verändert werden, einfach weil, wenn ich ihn verändere, würden die Werte in der Datenbank verloren gehen, weil er sie dann nicht mehr findet dazu. Ich kann immer sagen, soll dieser Infolog-Typ für alle Typen zur Verfügung stehen oder nur für bestimmte? Hake ich sie an, ist es nur für einen bestimmten? Hake ich nichts an oder alle an, wäre es für alle? Und beim Feldtyp gibt es jede Menge Arten von benutzerdefinierten Feldern. Muss ich halt gucken, was brauche ich, für welchen Zweck will ich es haben und dementsprechend erstelle ich mein benutzerdefiniertes Feld und kann dann Sachen angeben. Noch Fragen? Dann würde ich jetzt sagen,
Vielen Dank. Und Käffchen, 10 Minuten maximal wieder hier drin, bitte.